Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir entscheiden heute über zwei Beschlüsse aus den Ausschüssen zu Anträgen über den Umgang mit Kleingärten in der Stadt. Erwartet wird eine Annahme des Koalitionsantrages, das haben wir jetzt schon gehört, und eine Ablehnung des Oppositionsantrages, das ist parlamentarische Normalität. Dass es einen zweiten Antrag gibt, dafür hat der Hauptausschuss gestern gestimmt und ich denke, dass Sie das vielleicht auch noch berücksichtigen sollten. Der vorliegende Koalitionsantrag dauerhafter Schutz für Kleingärten in Berlin mit seinen vagen Formulierungen, so weit wie möglich und gegebenenfalls ohne klare Aussagen, wie sich die Koalition aus SPD und CDU die Möglichkeit und die Gegebenheit zum dauerhaften Schutz für Kleingärten vorstellt, ist eine Absage an alle, die eine deutliche und verständliche Beschlusslage für einen qualifizierten Kleingartenentwicklungsplan nach dem vollmündigen Ankündigung und auch heute wieder von der Koalition erwartet haben. Inhaltlich haben wir uns mit diesem Antrag bereits hinreichend vor genau einem Monat an dieser Stelle ausgetauscht. Und auch die Beratung im Fachausschuss hat zu keiner Veränderung in Ihrem Antrag, Herr Buchholz, geführt. Und der ist dadurch auch nicht praxistauglicher geworden. Und das, obwohl wir als Linke mit unserem Antrag Kleingärten langfristig sichern statt gefährden, Kleingartenentwicklungsplan neu aufstellen und inhaltlich neu ausrichten, mit der Drucksachennummer 170911 ein klares Angebot unterbreitet haben. Uns geht es dabei insbesondere um die dauerhafte Sicherung ohne Schutzfristen, um festzusetzendes Planungsrecht, um Ersatzflächen bei Verlust von Kleingartenland, bei nachgewiesenem Bedarf für entsprechende Infrastruktur und um Entwicklung von Kleingartenanlagen im Grünflächenverbund hin zu Kleingartenparks, sodass auch moderne Formen des urbanen Gärtnerns aufgewertet werden. Und wir wollen für die Erarbeitung eines echten Kleingartenentwicklungsplans die Mitwirkung von Fachverbänden mit breiter Öffentlichkeit und natürlich den Bezirken. Unserem Antrag haben wir im Fachausschuss durch Vorschläge der Fraktion Bündnis 90 Grüne um solche Aspekte wie der notwendigen finanziellen und fachlichen Unterstützung der Bezirke in besonderen Problemlagen, die uns ja bekannt sind, mit Önhausen insbesondere, und der weiteren Öffnung in die Stadtteile ergänzen können. Trotz alledem liegt heute die ablehnende Beschlussempfehlung für diesen Antrag vor. Meine Damen und Herren, die überwiegende zustimmende Beschlussempfehlung zum Koalitionsantrag bedeutet im höchsten Fall Stillstand. Eher aber ein Weiter-so wie bisher, wobei auch über 100-jährige Kleingartenanlagen nur den Status einer Zwischennutzung für scheinbar hochwertigen anderen Nutzungen zugebilligt wird. Aus einer deutlichen Erhöhung der Planungssicherheit für Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern wird nichts. Und der Versorgungsgrad der Berlinerinnen und Berliner mit Kleingartenflächen wird nicht aufrechterhalten. Dieser wird in der Zukunft eher sinken mit jedem Zuzug nach Berlin und jeder verlorenen Parzelle doppelt so schnell. Meine Damen und Herren, was nach dieser Plenarsitzung bleibt, ist der Kampf um den Erhalt jeder Anlage und jeder Parzelle in den Bezirken. Zum Erhalt der Kleingartenanlage Önhausen werden die Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf im Mai parallel zur Europawahl ihr Votum abgeben. Zwei Kleingartenanlagen am Tempelhofer Feld setzen auch auf die berlinweite Abstimmung im Mai, wenn es um das Gesetz zum Tempelhofer Feld, also Tempelhof 100, geht. Wir als Linksfraktion werden eine zielorientierte Debatte und Weiterentwicklung des urbanen Gärtnerns, zu denen wir auch die Kleingartenanlagen in ihrer jetzigen Form zählen, auch nach der heutigen Abstimmung fortsetzen. Zumindest bis zur Überwindung der sinnentleerten Schutzfristen und der Festsetzung von geeigneten Maßnahmen für Gärten im Rahmen der Berliner Strategie zur biologischen Vielfalt und den Klimafolgen. Vielen Dank.